So, hallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal zum nächsten Video. Dieses Mal bin ich an... Ja, Maxi, mir ist gerade was im Gesicht rumgeflattert. Dieses Mal bin ich an einem ganz ungewöhnlichen Ort für einen Lost Place YouTube-Kanal. Und zwar bin ich in einer alten Schrebergartenanlage zusammen mit Maxi. Und ja, was ist so besonders an dieser Gartenanlage? Das Besondere an dieser Gartenanlage ist, dass sie seit kurzem, also muss ich lügen, 2-3 Jahre vielleicht, ist sie jetzt geschlossen, weil hier ringsrum die ganzen Universitätsgebäude sollen erweitert werden. Hier auf dem Gelände soll ein Studentenwohnheim entstehen und noch verschiedene andere Fakultäten, wo man dann drinnen studieren kann. Und aus diesem Grunde wurde quasi jetzt diese Gartenanlage noch gemeinsam mit anderen Gartenanlagen hier in Rostock dicht gemacht. Und ich möchte euch jetzt einfach mal zeigen, was für ein trauriges Bild sie bietet, ja, wenn sich keiner mehr drum kümmern darf. Also, bleibt dran, seid gespannt. Ich versuche, das Interessanteste für euch rauszusuchen. Los geht's. Also wenn man sich hier teilweise noch die Häuschen anguckt, meine lieben Zuschauer, das waren richtig schöne Gärten hier. Ja, und jetzt ist alles, na gut, dem Verfall preisgegeben kann man nicht sagen, weil es wird ja demnächst alles abgerissen. Aber ja, hier wird nichts mehr passieren. Aber andererseits haben wir uns jetzt gefragt, der Garten hier zum Beispiel, der sieht noch ziemlich bewirtschaftet aus. Also vielleicht hat noch irgendjemand Schlüssel hier von irgendeinem Tor vorne und der gibt es noch nicht auf. Will bis zum letzten Moment seinen Garten noch in Schuss halten, was natürlich auch irgendwo verständlich ist. Ne? So ihr Lieben, wir haben vorhin ein paar Gärten weiter noch zwei ältere Damen kennengelernt, Maxi und ich, die hier noch ihren, also beziehungsweise den Garten der einen älteren Dame noch in Schuss halten, weil es ihnen einfach schwerfällt, sich davor zu trennen, was man natürlich auch unwahrscheinlich verstehen kann. Und die eine Dame erzählte mir, sie hat ihren Garten über 50 Jahre gehabt. Ihr Mann hatte damals das Haus selber gebaut, er war Schreiner. Und ja, sie hatten letztendlich keine Chance oder keine Wahl, irgendwie das abzuwenden. Ne? Tja, und somit ist dann die ganze Geschichte von ihm, quasi der Garten, den sie sich 50 Jahre lang aufgebaut und erwirtschaftet haben, alles vorbei, alles Geschichte. Ne? Aber zwei wirklich sehr freundliche Frauen. Erst wollten wir flüchten, weil wir gedacht haben, oh, hier ist jemand, aber nein, doch. Schöne Grüße, auch wenn sie das Video wahrscheinlich nicht sehen werden, aber auf alle Fälle wünsche ich ihnen alles Gute. So, und jetzt sind wir in einem Garten angekommen, wo das Gartenhaus eine besondere Eigenschaft hat. Also meine Eltern haben selber einen Schrebergarten und ich weiß, dass man bestimmte Normen einhalten muss. Und ich zeige euch das jetzt einfach mal. Also dazu muss ich sagen, leider wurde diese Tür aufgebrochen. Also selbst hier an einer vergasenen Gartenanlage kommen Leute her, um Schindluder zu treiben. Und hier, meine Lieben, seht ihr, da geht eine Treppe hoch. Hier gibt es zwei Stockwerke, also wir waren jetzt noch nicht oben, aber wir gucken uns das jetzt auf alle Fälle mal an, weil was mag denn eine Laube im zweiten Stock sein? Aber auch schön, hier wahrscheinlich Küche drin gewesen, hier Badezimmer, ja. So und hier gehen wir jetzt hoch. Ich stelle mal meinen Rucksack ab. Mit dem Rucksack ist es doch ein bisschen eng. Meine Güte. Oh, ein tolles Fenster hier. Schön. Bestimmt zum Schlafen. Und hier noch ein paar kleine
Süße Tierbabys. Das muss ich in meinen Thumbnail stellen. Süße Tierbabys gefunden. Dann gucken Millionen Leute mein Video. Also das ist wie im... Wie soll ich sagen? Könnte ein Kinderzimmer gewesen sein. Oder ein Schlafzimmer hier oben, ne? Noch mit Nachtlicht. Hier oben, also richtig toll gebaut. Also richtig... Ja, mit so einer Empore. Also es ist nicht wirklich viel Platz hier. Ne? Aber hier kann man sich's gut gehen lassen. In diesem Garten ist besonders dieses Häuschen. Beziehungsweise die Häuschen, die hier stehen, die sind echt niedlich. Also wirklich. Also das Häuschen ist echt niedlich. Was hier besonders ist, es hat einen Keller. Also das da würde ich nicht rein. Nur so ein ganz kleines Räumchen. Kleines Vorratsräumchen, aber sowas kann man hier echt bauen, ne? Und hier haben sie ganz einfach einen Koffer als Schrank genommen. Das ist ja auch mal eine geile Idee. Also, wer kennt zu Hause im Glück? Basteltipp. Nimmt einen alten Koffer, verschlägt ihn hinten mit Holz und dann ab an die Wand. Ist echt cool. Ist toll. Und hier sind wir jetzt an einem Ort, hier wurde schon angefangen, alles platt zu machen. Hier haben mal überall Gärten gestanden. Ne? Hier sind noch alte Bäume. Ja, das eine sieht aus wie eine Kirsche. Das hier vorne. Und ansonsten hinten sieht man auch noch ein paar einzelne Bäume stehen. Ne? Sonst alles platt. Ganze Natur, einfach. Und der Tonnen von... Ja, Kies, Sand begraben. Also das Haus, das ist ja schon mal richtig cool. Also richtig cool. Und hier auf dem Baum ist noch, als wenn da so ein, ja, ich wollte gerade sagen, Adlerhorst, Storchenhorst oder irgend sowas drauf ist. Nee, aber hier dieses Haus, ne? Das ist wie, ich weiß nicht, es ist schwer zu erklären, wie das aussieht. Wie so eine Jägerhütte sieht das aus, ne? Sind das eigentlich echte Baumstämme? Ja. Ja, echte Stämme. Da oben noch mit Geweihen dran. Ne? So, und hier auf dieser Terrasse, meine Lieben. Also, allein hier dieses, ja, dieser Pfahl, dieser Pfosten hat schon was hier mit dem, na, ich weiß nicht, wie das heißt, mit diesem Keramikdingens. Ne? Also ihr kennt euch da sicherlich wieder besser aus als ich. Ne? Haben extra hier Strom rübergelegt. Toll. Ein tolles Gärtchen. Mit Vögeln, die in der Hecke hocken und rausgeschossen kommen und mich zu Tode erschrecken. So, jetzt gucken wir mal in dieses Häuschen hier rein. Ihr seid bestimmt schon genauso gespannt wie ich, wie es hier aussieht. Also zum einen lebt hier seit einigen Jahren jemand. Ne? Wow. Kommt hier doch herein. Guck mal, mit Dusche sogar. Mhm. Aber hier scheint es gebrannt zu haben, ne? Guck mal, hier ist alles verrußt hier oben. Ja, stimmt, sieht so aus, ja. Hat irgendjemand versucht anzuzünden. Irgend so eine Intelligenzbestie. Aber ihr Lieben, zieht euch echt mal dieses Haus hier rein. Das ist ja... Jo, hat gebrannt.
Ja, das kann hier Kabelbrand gewesen sein. Also, dass diesmal keine Idioten dran schuld waren, sondern die liebe Technik. So, so Maxi. Jetzt gucken wir auch nochmal hier nach oben. Also, es ist nicht viel Platz. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das knarrt hier. So, ich stehe. Also, es ist gemütlich. Doch, das muss man lassen, ne? Hier ist es eher dunkel. Ich habe jetzt auch gerade meine Taschenlampe nicht bei. Ich kann mich nicht drehen, weil ich zu dick bin. Das war mein Kopf. Und da ist noch ein wunderschönes Bildchen von einer Landschaft. Das war wahrscheinlich Mecklenburg-Vorpommern früher mal. So zu, weiß nicht, 1970 vielleicht rum. Ja, kann gut sein. Na gut, dann gehen wir mal wieder runter, weil wie gesagt, ist ein bisschen eng hier. Ja, wenigstens ist mein Kopf frei. Gut. Alter Falter. Also ich weiß nicht, aus welchem Jahrhundert die sind, aber also auf alle Fälle Junost 406W. Ein Junost 406W, also das ist bestimmt DDR, also definitiv DDR. Na, auch das kleine Ding hier. Richtig cool. Ja, selbst an so einem Ort entdeckt man noch so eine Schätze, wa? Hätte man nicht gedacht. Und hier ist noch ein kleiner Schuppen. Oh. Ah. Also die haben Kinder gehabt auf alle Fälle. Das Spielzeug. Ein Kühlschrank. Guck mal, Maxi, du bist schon klein. Willst du mal reingucken? So, Maxi wagt sich jetzt mal rein und öffnet mal für uns den Kühlschrank. War mal nichts kaputt. Hä? Kommst du da nicht ran? Nee, ach so, nee, komm mal raus mit deinem Puschen hier. Sehe ich gerade. Also fällt mir gerade wieder ein. Hier, guckt euch mal diese Schuhe an. Damit rennt sie an so ein Lost Place rum. Ist fast so wie Julia. Julia hat Flipflops. Mitten im Wald im Bunker. Damit, das ist ganz klar, damit haben sie ihren Hund festgekettet. Der hatte einen ganz dünnen Hals. So Leute, jetzt gehe ich selber rein. Die haben wenigstens vernünftige Puschen an. So. Ah, Gott, das war ein Teller. So, was haben wir hier Schönes? Abfall. Ein Kissen. Oh, hier sind noch ein paar Puschen. Und hier ist der Kühlschrank. Wollen wir? So, Entschuldigung. Ja, da ist noch was. Ach, ein Rollo. Eine Flasche und Flaschen. Irgendwas, aber nichts Essbares mehr zum Glück. Ah, hier ist noch ein Gefriertruhe, Schrank. Aber den kriegt man jetzt definitiv nicht auf. Tja, und irgendwas Undefinierbares. Sieht aus wie so ein Tropf. Tja. Aber ansonsten. Na gut, gehen wir mal hier wieder raus. Man kommt nämlich nebenan noch in die Tür rein. Wow. Oh, das sieht aber... Alter Falter. Das ist hier das Schlaf. Ich dachte, die Decke kommt runter. Ja, alles mit irgendwelchen Tüchern. Was ist das? Das sind Tücher. Vorhänge. Also so, es fühlt sich so seidenmäßig an. Wie so eine alten Vorhänge oder so, wo das hier abgehängt. Ist wie so eine kleine Liebeshöhle. So eine Kuschelhöhle. Aber so richtig kuscheln würde ich hier nicht mehr drinnen wollen. Und alleine schon mit dem ganzen Schimmel und der Feuchtigkeit hier. Da kannst du mit den Sporen kuscheln.
So, Freunde, ihr kennt doch alle Kirschbäume, ne? Also, gehe ich jetzt mal von aus. Aber was wir hier für einen Baum entdeckt haben, also das, ich sag mal, beschreiben ist schwer. Ich zeige euch das mal. Also der muss uralt sein. Also wirklich. Ich hoffe, das kommt jetzt auf dem Video so rüber. Aber das Ding ist erstens riesenhoch. Und alleine am Stamm erkennt man, dass der, also gut, ich weiß jetzt nicht, wie alt das sein könnte. Aber das ist kein Baum, der erst 20 Jahre alt ist. Mal Maxi daneben, dann sieht man schon mal die Dimension. Ne? Gut, Maxi ist jetzt 1,20 mit Absatz, aber nein, ein bisschen größer ist sie. 1,25 ist sie ungefähr. Aber ein schönes, wunderschönes Ding hier. So, meine Lieben, das war's jetzt auch mit der Tour hier durch die kleine, verlassene Gartenanlage. Ja, also was ist zu sagen? Was ich schon vorher mal erwähnt habe, es ist wirklich schade, dass so ein Stück von vielen Menschen, ein Stück Geschichte halt ja, einfach aufgegeben werden muss von den Menschen. Und da hinten auf diesem Gang ist noch eine ältere Dame, die sich um ihren Garten kümmert. Also es hat jetzt nicht jeder völlig aufgegeben. Ne? Manch einer versucht das noch, solange es geht, halt fortzuführen und zu retten. Was ich auch, muss ich ehrlich gestehen, gut nachvollziehen kann. Naja, wer weiß, wie lange das hier noch stehen bleibt, bevor dann nachher die letzten, ja, ich sag mal, Abrissbagger hier einrollen und das alles platt machen. Ich hoffe, dieses kleine Video hat euch gefallen. Ist mal was komplett anderes. Sonst kennt man ja immer bloß Bunker, Häuser oder irgendwelche FDGB-Heime oder so. Und jetzt gab es mal eine kleine Schrebergartenanlage. Also, wie gesagt, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir dann auf alle Fälle ein Däumchen da. Würde ich mich riesig drüber freuen. Wenn alles gut geht, sehen wir uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin, passt schön auf euch auf. Bleibt richtig ordentlich gesund. Und bevor ich es vergesse, meine Lieben, ihr könnt euch ja bestimmt noch daran erinnern, am 19. März waren Daniel und ich in Hamburg bei Radio Tide beim lieben Mike zu Gast und haben ja, mit ihm ein Radiointerview gehabt zum Thema Lost Places, zu unserem Hobby, was wir haben. Und diese Radiosendung ist schon seit einiger Zeit als Podcast auf YouTube zu hören. Und ich setze euch jetzt einfach mal unten in die Videobeschreibung den Link zu dieser Radiosendung. Die geht ungefähr 1 Stunde lang. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch das ja sehr gerne mal anhören. Und ein Abo dalassen für Mike. Ne? Oh, ich bin ein bisschen außer Atem, weil langsam wird doch die Kamera schwer, wenn man sie die ganze Zeit in einem Arm nach vorne hält. Also, war ich stehen geblieben. Bleibt schön gesund, passt richtig toll auf euch auf. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao, ciao.